Warum mache ich überhaupt das Hängemattenmeer? Das ist mir ein Anliegen, Menschen im Alltag zu zeigen, dass sie einmal getragen sein dürfen. Wo haben wir heutzutage noch die Möglichkeit, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und uns einfach nur tatsächlich getragen zu fühlen? Als Julia Buch auf mich zukam mit dem Titel Everything Starts in the Unseen und mich gefragt hat, ob ich mir da Tanz dazu vorstellen kann, sagt ja eigentlich schon der Titel, dass es ganz viele Dinge im Verborgenen, im Kopf, in unseren Emotionen, in unserer Seele. Und wann gibt man der überhaupt Raum, mal Wort ergreifen zu dürfen? Genau das wollte ich in dem Tanz aufgreifen, einfach ein viel zu beschäftigt sein, um wirklich Ruhe zu finden, um eine Oase zu finden. Und das passiert hier in dem Schlafkonzert. Gekommen, dieses Schlafkonzert zu erleben. Und es war einfach eine wundervolle Erfahrung. Man braucht ja erstmal eine Zeit, bis man an einem Ort ankommt. Und die Musik und ja die Gegenwart, die freundlichen Menschen, die Liebe, die man hier auftanken konnte, die hat mir einfach geholfen, wirklich völlig zur Ruhe zu kommen. Hast du dich das letzte Mal in deinem Leben getragen gefühlt? Und genau das zeigen wir mit dem Schlafkonzert, das man in einer Hängematte erleben darf. Das leichte Schaukeln, egal ob Indoor oder auch Outdoor. Wir machen das möglich an besonderen Orten und gerade heute befinden wir uns zum Beispiel in einer Kirche. Die ganze Kirche ist frei und leergeräumt und wir durften hier eine Installation mit Hängematten machen und dabei mit einem Schlafkonzert Menschen einen Ruheort mitten im Alltag kreieren. Vielleicht kommst du auch einmal auf ein Hängemattenmeer. Wir würden uns sehr freuen.